Shalom. Guten Abend. Good evening to all our guests from all over the world and especially from Berlin. Haben Sie was gemerkt? Das war ganz anders. Ein Adonolam, das hier schon so oft gesungen wurde, ich glaube bei jedem Festival, ganz anders. Und das ist auch unser Anliegen. Wir wollten mit dem diesjährigen Louis Lewandowski Festival eigentlich mit Ihnen eine krachende Party feiern. Wir wollten feiern 75 Jahre der Existenz der einzigen Demokratie im Nahen Osten. Aus dieser Party ist ein Fest der Solidarität geworden, denn wir alle leben seit dem 7. Oktober wieder in einer anderen Welt, in keiner besseren. Und der Gedanke der Solidarität zieht sich durch alle Konzerte, die wir schon hinter uns haben. Ich werde wie immer bei den Auf- und Abbaupausen etwas dazu sagen. Und nicht umsonst erstrahlt die Synagoge hier in den Farben Israels. Aber die Kuppel haben wir gelb ausgeleuchtet. Bring them home, um das deutlich zu machen, bei jeder Gelegenheit. Nun wollen wir trotzdem unser Festival durchführen natürlich. Und es ist uns ein besonderes Anliegen, jetzt vielleicht sogar noch mehr, Sie eintauchen zu lassen in das, was auch Kostbares entstanden ist in Israel, nämlich in eine ganz besondere, vielfältige, diverse Musikkultur. Dort kam vieles zusammen, durchkomponierte Klänge von Komponisten mit sephardischem, askenasischem Hintergrund, hier Einwanderer aus Europa. Sie trafen auf oft auch zu Abertausenden, was gerne ausgeblendet wird, vertriebene Juden aus orientalischen Ländern. Die brachten ihre eigene Rhythmik mit, ihre eigenen Melodien. Dieses Adonolam stammt eben aus Tunesien. Und das kam zusammen und das bereicherte sich. Im besten Sinne gab es dort wirklich eine gegenseitige Aneignung. Manches von den orientalischen Klängen wurde dann auch kompositorisch umgesetzt, während traditionell im orientalischen Bereich eigentlich die Eltern an ihre Kinder die Melodien weitergaben. Das war nicht verschriftlicht. Und es entstand diese vielfältige Kultur eben auch der Synagogalmusik in Israel, die jetzt genauso bedroht ist wie das Land selber. Und wir wollen Ihnen, wie gesagt, diese wunderbare Vielfalt nahebringen. Und Sie werden sehen, das zieht sich dann auch durchs Programm. Ich habe noch eine persönliche Bitte von uns vom Festivalteam. Wenn Sie Aufnahmen machen wollen, dann bitte ohne Blitz und keine Videoaufnahmen. Es ist dann wirklich störend. Wir streamen das im Moment. Und also, wenn Sie verzichten können, ist es eigentlich das Beste. Ich darf aber, wie sich das bei einem Festival gehört, einige unserer Ehrengäste und Unterstützer ganz herzlich begrüßen. Begrüßen Sie mit mir den regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner. Lieber Kai, beim letzten Mal war das erste Mal hier als Oppositionsführer und im Rausgehen hat er versprochen, wiederzukommen. Ich habe gesagt, wenn Sie sich Mühe geben, gerne auch als Schirmherr. Also jetzt als Schirmherr hier. Herzlich willkommen. Ich darf einen unserer Stammgäste herzlich begrüßen, auch als Vertreter der brandenburgischen Landesregierung mit dem Minister für Umwelt und Agrar, Axel Vogel. Herzlich willkommen. Ich begrüße aus dem Infrastrukturministerium Brandenburg Staatssekretär Uwe Schüler ebenso herzlich wie Peter Heuer als Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam. Denn wir sind ja ein Festival, das in Berlin und Brandenburg stattfindet. Wir fühlen uns hier immer wirklich buchstäblich sicher wie in Abrahams Schoß. Besonders sicher fühlen wir uns natürlich, wenn die Chefin der Berliner Polizei auch anwesend ist. Ich grüße unsere Polizeipräsidentin Dr. Slowik. Ich grüße herzlich als Repräsentanten sozusagen des Pools von Sponsoren, die das Festival wesentlich möglich machen, Björn Fromm als Präsidenten und Heinz Rotholz als Vizepräsidenten des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Heinz Rotholz zugleich bei uns Vorsitzender des Fördervereins des Synagogalensembles. Ich freue mich sehr, dass wir hier zu Gast sein dürfen und grüße besonders die Beter Gabaim und natürlich auch den Rabbiner dieser Synagoge, Boris Ronnes. Wir fühlen uns hier immer sehr willkommen bei euch. Applaus
damit verbinde ich natürlich auch die besten Genesungswünsche an Kantor Fahlenkamp, der uns nur im Stream verfolgen kann. Und freue mich ebenso, dass hier für die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Bernd Streich dabei ist. Ich freue mich über alle anwesenden Mitglieder des Bundestages, Abgeordnetenhauses und Landtages. Ich freue mich sehr über die Fraktionsvorsitzende der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, Anne Helm, und die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Bettina Jarasch. Ich freue mich ganz besonders, begrüßen zu können aus unserem Advisory Board, beide aus New York hergekommen, Tina Frühauf und Kantor Josef Malovani. Und Sie alle begrüße ich natürlich auch im Namen unserer künstlerischen Leiterin Regina Jantjan, die Sie ja bereits auf der Bühne gesehen haben. Sie können sich vorstellen, dass seit dem 7. Oktober auch die Organisation des Festivals eine Berg- und Talfahrt war. Wir haben Fälle, wo verständlicherweise Chöre absagen mussten, wie der Geffenchor, weil die meisten aus diesem Chor im Einsatz sind, jetzt ihr Land verteidigen. Wir haben Künstlerinnen gehabt, die gesagt haben, ich kann jetzt meine Familie nicht allein lassen. Alles muss respektiert werden. Regina Jantjan hat gewirbelt, um trotzdem einen exzellenten Pool zusammenzustellen. Das werden Sie dann auch schon zu Teilen ja erlebt haben. Ich möchte abschließend zur Begrüßung noch eins sagen. Wir sammeln, hoffentlich wird das nicht zur Gewohnheit, dass wir jetzt immer am Ausgang Spenden sammeln. Das letzte Mal war für die Ukraine. Wir sammeln auch diesmal Spenden am Ausgang. Wir haben uns entschieden, alles, was wir einsammeln, zukommen zu lassen, den Fund for Victims of Terror, Swords of Iron. Das ist eine Einrichtung, die sich ganz speziell um durch Terroranschläge traumatisierte Kinder kümmert. Ihnen Aufenthalte ermöglicht, Therapien ermöglicht, etc. Also wenn Sie danach herausgehen, machen Sie Besuch bei der Spendenbox. Es ist wirklich für einen guten Zweck. Und jetzt folgt sozusagen schon, sehen Sie auch im Programm, der erste noch stärkere Einstieg in den Orient. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Vergnügen mit Tela und Bent, richtig? Und da muss ich noch was dazu sagen. Hier ist es so gewesen, Tela lebt hier als Israelin in Berlin. Und sie hat extra für dieses Festival sich diese Band zusammengestellt. Und das ist dann eine Fusion geworden, auch mit einem Kollegen, der evakuiert worden ist aus dem Norden, weil dort der Platz gebraucht wird für militärische Zwecke. Und das ist also etwas ganz Neues. Und die Gruppe gibt es eigentlich zuallererst, weil wir das Festival machen. Und ich wünsche Ihnen wirklich viel Vergnügen dabei. Aber natürlich vom Programmablauf her bitte als allererstes das Grußwort des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Kai Wegner. Jetzt muss ich warten. Ja, jetzt läuft's. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Nils Busch-Petersen, liebe Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger, herzlich willkommen hier in der Synagoge in der Riekestraße. Ich habe mich seit über einem Jahr auf diesen Termin gefreut, nachdem Nils Busch-Petersen gesagt hat, können Sie sich auch vorstellen, warum. Ich freue mich sehr, heute dieses Abschlusskonzert ja, mit Ihnen zu erleben und Sie begrüßen zu dürfen. Nils Busch-Petersen hat es schon gesagt, seit dem 7. Oktober ist unsere Welt eine andere. Und ich habe auch im Programm gelesen und wir haben ja auch im Vorfeld gesprochen, Nils, wie dieses 13. Festival heißen könnte, unter welchem Motto es stehen könnte. Und ich fand das Motto ganz ausgezeichnet. 75 Jahre feiern, die Freundschaft feiern und dann kam der 7. Oktober. Und meine Damen und Herren, ich bin Nils Busch-Petersen sehr dankbar. Er hat nämlich in keinster Minute dran gedacht, dieses Festival abzusagen. Sondern ich glaube, mit diesem neuen Motto, diese klare Solidarität, das klare Bekenntnis zu Israel heute nochmal deutlich zu machen, ist ein ganz, ganz starkes Signal, lieber Nils, und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön.
Und als ich die Synagoge vorhin betreten habe, das Blau, das Weiß, was für Israel steht, das Gelb, und ich glaube, Ihnen geht's wie mir, unsere Gedanken sind alle bei den Geiseln, die immer noch gehalten werden von den Terroristen. Und ich wünsche mir sehr, dass am Ende des Tages, ja, auch hier Diplomatie siegt, aber vielleicht doch das Menschliche bei den Terroristen der Hamas zurückkehrt und diese Menschen endlich nach Hause können, meine Damen und Herren. Und deswegen dieses Bring them home ist das, was mich seit dem 7. Oktober begleitet, sicherlich genau wie Sie, und meine Gedanken sind auch an so einem Tag bei den Menschen in Israel und vor allen Dingen auch bei den Geiseln und deren Angehörigen, meine Damen und Herren. Aber seit dem 7. Oktober hat sich natürlich auch das Leben in Berlin verändert. Die Auswirkungen spüren wir jeden Tag. Und dieses Abschlusskonzert heute, lieber Nils Busch-Petersen, ist auch nochmal ein Bekenntnis für die herausragende, starke jüdische Kultur in unserer Stadt. Und ich sage das immer wieder, in einer Stadt, wo der Holocaust geplant wurde, wo das systematische Umbringen von Jüdinnen und Juden geplant wurde, ist es keine Selbstverständlichkeit, dass nach der Shoah wieder so ein aktives, so ein starkes, so ein wachsendes jüdisches Leben ist. Und meine Damen und Herren, für mich als regierender Bürgermeister ist das ein riesengroßes Glück. Ein Glück, dass wir wieder jüdisches Leben in unserer Stadt haben. Aber es ist nicht nur Glück, es ist auch Verantwortung. Gerade in diesen Tagen geht es darum, Jüdinnen und Juden zu schützen. Und ich bin der Polizeipräsidentin der Berliner Polizei sehr dankbar. Was Sie zurzeit leisten, ist herausragend. Und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, liebe Frau Slowik, aber auch an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die vor dieser Synagoge stehen. Meine Damen und Herren, Berlin ist eine offene, vielfältige, internationale Stadt. Hass, Hetze, Antisemitismus dürfen auf unseren Straßen einfach keinen Platz haben. Und deswegen meine Bitte an Sie. Ich bin mir sicher, Sie machen das alle. Aber wenn gehetzt wird, wenn Hass sich breit macht, lassen Sie uns dagegen wirken. Lassen wir deutlich machen, dass wir als Gesellschaft das nicht wollen. Stellen wir uns an die Seite von Jüdinnen und Juden, die zurzeit Angst haben. Wenn Davidsterne an Hauswände geschmiert werden, wenn Drohungen stattfinden, lassen Sie uns alle gemeinsam an die Seite von Jüdinnen und Juden stehen. Von diesem Abschlusskonzert muss auch das Signal, wie in den ganzen letzten Tagen und meine Damen und Herren, in Zukunft für immer, muss immer wieder stehen, wir lassen Jüdinnen und Juden nicht allein. Wir stehen an ihrer Seite. Und deswegen ist es gut und richtig, dass überall zurzeit bei Demonstrationen immer wieder gesagt wird, nie wieder ist jetzt. Aber meine Damen und Herren, für mich ist nie wieder auch in Zukunft. Wir dürfen nicht mehr zulassen, dass du Jude ein Schimpfwort an unseren Schulen ist. Wir dürfen nicht zulassen, wenn Menschen in bestimmten Stadtteilen Angst haben, mit einer Kippa durch die Straßen zu laufen. Wir wollen das in unserer Stadt nicht. Und deswegen werden wir gemeinsam alles dran setzen, dass jüdisches Leben, die jüdische Kultur sich weiter positiv entwickeln kann in Berlin, weil sie gehört zu Berlin, meine Damen und Herren. Und lieber Nils Busch-Petersen, du hast mit diesem Festival dich so verdient gemacht. Das ist mittlerweile das 13. Festival. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes der Vater dieses Festivals. Und für mich, und ich glaube, so geht es allen heute hier und ganz vielen Menschen in unserer Stadt, ist dieses Festival aus Berlin nicht mehr wegzudenken. Und dafür dir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für dein Engagement für jüdisches Leben, aber auch für dieses Engagement für jüdische Kultur. Lieber Nils, vielen, vielen Dank. So, meine Damen und Herren, und jetzt will ich Sie nicht weiter stören, weil wir sind hergekommen, um Musik zu hören. Und ich finde, die ersten beiden Stücke waren einfach großartig. Ich freue mich auf diesen Abend mit
Synagogalmusik, was du wieder alles organisiert präsentiert hast mit der Leiterin. Ich freue mich wie Sie. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns einen schönen Abend miteinander verbringen und die Gedanken auch immer bei den Menschen in Israel haben und weiter dafür sorgen, dass jüdisches Leben in unserer Stadt wachsen kann. Vielen Dank. Guten Abend. While my friends are connecting, I will say it's a pleasure and an honor to be here tonight. And the first song is a Yemenite song, which is a blessing, gratefulness to be alive one more day, to wake up one more day. And for that, we have a lot to be grateful these days. Minne shagone minne shagot
Oh,
I have your new friend thanks to the war. Silver linings. Über Lieder, die unsere Eltern geben uns weiter. Und Entschuldigung für mein Deutsch, es ist mit vielen Fehlern, aber ich probiere doch. Die nächste Lied ist ein Lied, die meine Oma hat mich kennengelernt oder ja, für mich gesungen, für uns in unserer Familie. Und dieses Lied ist über eine kleine Mädchen, oder nicht so klein, hoffentlich. Und sie sagt, so eine junge Frau, die sagt zu ihren Eltern, Mama und Papa, verkaufen Sie mich nicht für Geld, für heiraten. Sie brauchen das nicht. Sie haben Tiere, Geld, genug. Warum meine Seele auch? In die zweite und dritte Strophe, sie benutzt die Natur für ihre Emotionen. Sie sagt, nächstes Mal, wenn du siehst die, Entschuldigung, mein Deutsch ist wirklich schlimm, das Regen kommt durch die Nacht, das ist nicht das Regen, das ist meine Tränen wie ein Fluss. Und nächstes Mal, wenn hörst du die Donner,
der die Donner durch die Nacht. Das ist nicht die, der das Donner. Das ist mein Herzschlag. Das ist für meine Oma Rachel. Yamma. ويا لا تحن ويا لا تحن بغالوت السما خيني ويا لا تحن ويا لا تحن بغالوت السما وشرحانا مزومن لا يا هوني
فرين لحل رعيم وادهديم زماني فرين زماني فرين لحل رعيم وادهديم أبل دادي أبل دادي ما هواي بشخيني أبل دادي أبل دادي ما هواي بشخيني Todaraba. Man wusste gar nicht, wie man emotional aus Yuma rauskommt nach diesem so bewegenden Lied, aber sie haben uns gleich geholfen mit dem folgenden Stück. Wir haben mit Tehila und Band und dem jetzt aufgehenden Nashira-Chor und unserem Synagogalensemble am Donnerstag das Festival eröffnet, traditionell in Brandenburg. Aber diesmal nicht wie immer in Potsdam, sondern wir sind extra nach Cottbus gefahren. Und das war eine sehr inspirierende und tolle Begegnung mit der Stadtgesellschaft, mit einer Stadt, die große Umbrüche gerade erlebt und durchmacht, auch politisch durchaus nicht so einfach ist, aber eben auch die erste Stadt ist mit einer öffentlichen Synagoge im Land Brandenburg. Uns ist es ganz wichtig, dass wir dieses Berlin-Brandenburg-Festival eben nicht nur auf die Hauptstädte konzentrieren. Berlin ist ja immer Hauptstadt und überall, aber in Brandenburg gibt es weitere wichtige Städte, die wir auch künftig dann auch einbeziehen und besuchen wollen. Und einer der Träger sozusagen des Festivals oder der Eröffnung war dann eben auch der Nashira-Chor aus Philadelphia, der mit die weiteste Anreise auf sich genommen hat. Und ich wünsche Ihnen jetzt auch mit diesem Chor viel Vergnügen in den nächsten Facetten jüdischer synagogaler Musik.
Many thanks to Nashira from Philadelphia unter der Leitung von Julia Sawatzki. So sehen Sie, dass wir unserem Programm treu bleiben, Vielfalt zeigen, immer Lewandowski im Auge behalten und immer auch engagierte Laienchöre einbinden, denn Musik soll alle miteinander verbinden und nicht nur was irgendwo Abgehobenes sein. Jetzt leite ich nochmal wieder über in die anderen Rhythmen, die eher orientalischen. Ich habe in den letzten Nächten viel gelesen über gerade auch die jemenitischen Wurzeln, das reiche jüdische Leben und auch die Kolonialherren, die Briten konnten es nicht verhindern. Dann sind gerade die jemenitischen Juden über 60.000 extrem unter Druck gekommen durch islamistische Ausschreitungen. Und sie haben dann etwas benutzt, was sehr euphemistisch als fliegender Teppich bezeichnet wurde. Sie wurden 1949-50 in einer Eilaktion ausgeflogen. Tausende und Abertausende jüdische Menschen aus Jemen nach Israel, in das wirklich für sie dann gelobte Land. Und diese Musikkultur,
die auch mit den Wurzeln zumindest der einen Hälfte der Großeltern von Telia zu tun hat. Diese Musikkultur hat sich sehr eigenständig, sehr isoliert weiterentwickelt und gilt vielen sogar in den Wurzeln als sehr, sehr ursprünglich, weil sie einfach bestimmte Einflüsse da unten an der Südzipfelspitze der arabischen Halbinsel über Jahrhunderte nicht hatten, sehr für sich lebten. Und auch das macht das sehr besondere und noch weit zu erforschende Feld der synagogalen Musik mit jemenitischen Wurzeln aus. Wir sind sehr stolz, dass wir das Yamma-Ensemble hier haben, eines der sehr gefragten Ensembles überhaupt der Szene. Und wir sind sehr dankbar, dass unser Drummer, der nämlich seit dem 7. Oktober an der Front ist, eine Ausnahmegenehmigung seiner Vorgesetzten bekommen hat, um am Lewandowski-Festival in Berlin teilzunehmen. Wir wünschen ihm natürlich alles Glück der Welt. Thank you.
עוד והדר לבשת וטהור כסלמה נוטה שמיים כעירייה המקרה במים עליותיו הסמבים רכובו המהלך על כנפי רוח עושה מלאכיו רוחות משרת ואש לוהט יסדר עץ על מכוניה בתינות עולם ואש From Song of Songs, then to Psalms, and we continue with Sephardic. Más el día tomo, ya te puedo mantener. De tu madre no la como, ay, tan mano, que me quiero detener. De tu madre no la como, ay, tan mano. Thank you.
mismo. Thank you very much.
David Avni, Avri Borchow, Ophir Wittler, Star David. Tada Rabba. Toda Rabba, Talia and the Yamma Ensemble. Ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, oder? Das ist wirklich eine ganz neue Dimension, die wir uns erschließen. Aber jetzt freue ich mich natürlich auch, dass das Festival seit zum 13. Mal tragender Ensemble Aufstellung nimmt, nämlich das Synagogalensemble Berlin, das sich ganz in der Tradition auch der großen deutschen, jüdischen Komponisten wie Louis Lewandowski bewegt und befindet und seit vielen Jahren als Ensemble mit professioneller Besetzung auch schon im In- und Ausland gastierte. Aber alles hat eigentlich seinen Anfang vor 13 Jahren mit dem ersten Louis Lewandowski Festival hier in Berlin. Wir werden ja jetzt eigentlich nach jüdischem Ritus sind wir jetzt Bar Mitzvah als Festival, nicht? Wir sind 13 Jahre alt geworden, also wir feiern so ein bisschen auch den Eintritt ins Erwachsenenalter im besten Sinne. Und ich würde Sie einladen, mitzufeiern mit dem Synagogalensemble Berlin unter der Leitung von Regina Jantjan. I did it.
Thank you.
temimo. Saperina, dama, 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 temimo. Dama, 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 Bat Melachim Havama, Bat Melachim, Bat Melachim Havama, Bat Melachim, an Mekomech Saperi, an Mekomech Saperi, an Mekomech Saperi, an Mekomech Saperi. Thank you.
Während nun für zwei weitere Stücke alle Chöre gemeinsam auftreten, ist es schon wieder Zeit, Dank zu sagen. Das Festival nähert sich jetzt unweigerlich seinem Ende. Und es war, lieber Regierender Bürgermeister, sehr freundlich, das Lob anzunehmen, aber ich muss es auch weiterverteilen, weil das ist ja keine One-Man-Show hier. Wir sind ein Team und ich möchte zügig, aber doch hoffentlich keinen vergessend, Dank sagen. Und zunächst fällt ein Stück Dank auf euch zurück, weil im vorigen Jahr wussten wir gar nicht, wie es weitergeht. Und viele unserer Sponsoren geben sich nach Kräften Mühe, aber sind im Moment nicht in der Lage, uns groß zu unterstützen, unsere traditionellen Sponsoren aus dem Handel. Und wir sind darum sehr dankbar, dass es gelungen ist, dass wir Unterstützung bekommen haben in diesem Jahr, richtig tatkräftig von der Lotto-Stiftung Berlin und von der Landesregierung Brandenburg. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke natürlich dem Publikum, ich danke allen Sponsoren, ich danke ganz besonders in dieser Zeit der Polizei, unseren Sicherheitsfirmen, die uns begleiten und betreuen, ob Securitas oder Kötter, beide auch Mitglied, sehr engagiert, unterstützen sie uns in unserer Arbeit und machen das Ganze möglich. Und ich danke natürlich dem Sicherheitsteam, das hier im Hintergrund immer aktiv ist, von Ronny. Vielen Dank. Unser Dank geht an das Team Boas für Licht, Ton und Streaming. Natürlich an die hoffentlich nicht tätig gewordenen Sanitäterinnen und Sanitäter vom Blauen Stern, ebenso wie an das Team der Synagoge Rickestraße für die ganze Gastfreundschaft und Unterstützung. Ich danke dem Team meiner Mitarbeiter, die freiwillig am Wochenende dabei waren im HBB um Birgit Linzner. Und ich danke dem freiwilligen Team um Luise Beutz. Vier Leuten danke ich einzeln. Ich danke Caroline Naumann für die in diesem Jahr besonders anspruchsvolle Organisation. Ich danke von Herzen unserem Kantor Gabriel Löwenheim für seine omnipräsente Unterstützung des gesamten Projektes. Ich danke Regina Jantjan für ein großartiges Programm. Für eine Mischung aus Opfermut, Inspiration und unversiegender Kraftquelle danke ich der Person, ohne die das Festival nicht stattfinden würde, nämlich meiner Frau. Und wir würden gerne danken dem Herrn Busch Petersen. Das macht so viel für diesen Festival, für Berlin, für Brandenburg. So ein großartiges Mensch. Vielen tausend Dank für alles, was du machst für uns. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank. Take your seats. Und dann haben Sie noch mal Gelegenheit, sich gemeinsam mit uns zu erheben. Nach den zwei gemeinsam gesungenen Stücken beenden wir das Festival natürlich in diesem Jahr mit der Hatikva.